Lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, Herr Abdelsamad, was hat Ihnen nicht gefallen an den Sätzen, die Frau Hübsch gerade formuliert hat? Alles. Und wenn es Sie wirklich wütend macht, wenn Menschen den Islam so sehen, dann macht mich auch wütend, macht viele Menschen in diesem Lande wütend. Ich glaube gar nicht, dass es eine Minderheit im Netz ist, die diese Position so sieht, sondern das ist über die Hälfte der Menschen in der Gesellschaft. Und sie haben die Nase gestrichen voll von dieser Verniedlichung des Islam in jeder Gelegenheit, Verharmlosung und unter den Teppich kehren. Der Islamismus ist kein Phänomen der letzten 100 Jahre. Der Islamismus ist genauso alt wie die islamische Geschichte selbst. Die ISIS-Leute machen nichts anders, alles, was Mohammed und seine Gefährten im ersten... Lassen Sie mich bitte ausreden, Sie haben fast eine Viertelstunde im Alleingang gesprochen. Jetzt rede ich, bitte. Ja? Ich kenne Ihre Taktik. Sie machen das in jeder Sendung, immer unterbrechen. Okay, lassen Sie mich bitte ausreden. Bleiben wir bei den Argumenten. Bei den Argumenten. Hat Mohammed seine Gegner enthauptet oder nicht? Steht das nicht in der Biografie des Propheten, in Sahih al-Bukhari oder nicht? Ja oder nein? Sagen Bukhari, Sie. Ja, ich antworte Ihnen. Bukhari und Ibn Ishaq sind für mich nicht der Koran. Wenn diese Überlieferung dem Koran widersprechen, haben Sie für mich keine Gültigkeit. Im Koran steht, Sie stehen im Widerspruch zum Geist des Korans, deswegen lehne ich Sie ab. Im Koran steht nicht im Surah 47 und wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann enthauptet sie. Und wenn sie euch die Hand zum Frieden ausschrecken, dann musst du den Wir sind leider alle keine Religionsgelehrten. Ich glaube, die Dame hat genug geredet und ich darf jetzt meine Argumente zu Ende führen. Die gesamte islamische Eroberungsgeschichte. Wie kam der Islam überhaupt nach Irak und nach Syrien und nach Ägypten? Das waren genau solche Banden wie ISIS, die diese Länder überfallen haben. Wer hat zuerst dieser Kopfsteuer, dieser Sondersteuer für Christen erhoben? Wir gucken da gerade ganz viel auf die Vergangenheit. Sie haben mich unterbrochen. Warum unterbrechen Sie mich, wenn Sie Frau Hübsch überhaupt nicht unterbrochen haben? Sie hat genug geredet. Nein, entweder rede ich zu Ende oder ich verlasse diese Diskussion. Okay. Weil das wird seit Jahren hier geführt, dass Diskussionen unter den Teppich gekehrt. Nein, das hat wohl damit zu tun, hat mit der islamischen Eroberungsgeschichte zu tun. Damals wurden auch Christen in Syrien und Irak der Wahl gestellt, entweder konvertieren sie zum Islam oder bezahlen sie Kopfsteuer oder werden sie getötet. Und die ISIS-Leute haben das auch fortgeführt. Das ist aber die islamische Geschichte, das steht im Koran. Es gibt 25 Verse im Koran, die direkt Tötungsbefehle von Gott auf Ungläubige stehen. Die Enthauptung von Ungläubigen werden zweimal im Koran genannt. Und Sie kommen hier und sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Kein Wunder, dass viele Menschen in diesem Land verunsichert sind. Nicht nur, weil die Terroristen solche Gräueltaten begangen, weil so vermeintlich liberale Muslime das unter den Teppich kehren und somit auch den Fundamentalisten den Rücken stärken. Das darf nicht passieren. Darf ich Ihnen eine Frage stellen von einem Gast bei uns in unserem Chat, der sagt, die IS-Anhänger, die beziehen sich oft auf die Scharia und verwenden Auszüge aus dem Koran. Aber das Problem ist, dass sie die Auszüge falsch interpretieren und viele Aussagen im Koran kann man nicht auf die heutige Zeit übertragen. Also kritisieren Sie da vielleicht eine veraltete Version? Nein, also ich bin mit der zweiten Hälfte einverstanden. Man kann diese Texte nicht auf den heutigen Tag übertragen. Aber das tun nicht nur fundamentalistische Muslime, sondern die meisten Muslime übertragen. Die betrachten den Koran als das direkte Wort Gottes. Und wenn man davon ausgeht, das ist das Wort Gottes, dann ist es zeitlos. Dann ist es für alle Zeiten gültig. Und hier liegt das Hauptproblem, dass man diesen Text nicht relativieren kann. Und Menschen, die sich liberal nennen, wie Frau Hübsch und andere und Islamverbände, wehren sich gegen die Relativierung des Textes des Korans. Und ich sage, das Problem ist nicht nur das, was im Koran steht, sondern das Problem ist die Geisteshaltung der Muslime. Und ich sage alle Muslime gegenüber dem Koran, dass sie diese Göttlichkeit nicht relativieren. Aber wenn ich annehmen würde, die ISIS-Leute haben den Islam falsch interpretiert, haben das auch die Boko Haram-Leute, die Shabab-Milizen in Somalien, die Jamaa Islamia in Indonesien, die Muslimbrüder und die Salafisten überall in der islamischen Welt, die Hamas, die Hezbollah, alle haben den Islam falsch verstanden und falsch interpretiert und nur ein paar grüne Politiker oder
die Islamverbände meinen, das richtig verstanden zu haben. Warum sehen wir das nicht in der Realität? Überall, wo der politische Islam umgesetzt wird, gab es Katastrophen. Warum sehen wir das nicht? Lassen Sie, bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Frage. Wie ist denn Ihr Eindruck, Herr Abdel-Samad? Wieso tun vermeintlich die muslimischen Gemeinden zu wenig, um sich dagegen zu wehren, gegen die Extremisten? Ich erinnere mich, dass vor 9 Jahren, als Kurt Westergaard, dieser dänische Karikaturist, den Propheten gezeichnet hat und eine virtuelle Bombe in seinem Turban gezeichnet hat, die gesamte islamische Welt brannte und es gab gewalttätige Demonstrationen. Mehr als 150 Menschen sind gestorben. Auch in Europa gab es gewaltsame Proteste. Warum? Weil die Muslime gesagt haben, der hat unser Prophet als gewalttätig gezeichnet. Und das lehnen wir ab. So ungefähr tötet diejenigen, die behaupten, Islam sei gewaltsam. Und das ist eigentlich absurd. Heute, und Sie haben jetzt gesagt, die ISIS-Leute laufen unter der falschen Flagge. Dann frage ich mich, auf dieser Flagge steht der Name Mohammed. Richtig? Unter dieser Flagge werden echte Bomben geworfen, werden echte Menschen enthauptet, werden echte Christen und Jesiden aus ihren Dörfern vertrieben. Fühlen Sie sich nicht beleidigt in Ihren religiösen Gefühlen, dass Ihr Prophet, sein Name, auf dieser Flagge steht? Fühlen sich diese 1,5 Milliarden Muslime sich nicht beleidigt? Warum beleidigt Sie Kurt Westergaard, aber nicht derjenige, der in Wirklichkeit tötet im Namen des Propheten? Warum ist es keine Verunglimpfung? Weil viele Muslime auch eben wissen, dass der Prophet selbst eine ähnliche Flagge getragen hat und ähnliche Taten getan hat. Er hat die Juden aus ihren Wohnstätten vertrieben, er hat die arabische Halbinsel Juden und Christen reingemacht und er hat den Islam mit dem Schwert durchgesetzt. Das wissen auch leider normale Muslime. Und wenn die Islamverbände in Deutschland für Gaza-Krieg, was ja in Ordnung ist, so dermaßen mobilisiert haben, die Moscheeverbände, diese großen Zahlen auf der Straße gegen das Töten in Gaza, das kann man verstehen. Aber haben diese Muslime keine Sympathie mit den anderen Muslimen, die auch von diesen ISIS-Leuten getötet wurden? Warum geht man nicht auf der Straße? Wissen Sie warum? Weil für Muslime sehr oft nicht das Opfer entscheidend ist, sondern der Täter. Es kommt darauf an, wer das töten und wer das tut. Sind das die Amerikaner oder die Israelis, die historischen Feinde, dann ist man empört. Sind das Muslime, dann bleibt das in der Familie und man reagiert nicht. Und wissen Sie, was das heißt, Frau Hübsch? Das heißt Heuchelei. Wir wollen ganz kurz Frau Hübsch die Gelegenheit geben, nochmal, Sie haben lange ausgeholt, auch die Gelegenheit geben, darauf zu antworten. Ja, ich meine, das ist jetzt gerade so die islamistische Version gewesen, ja, so denken wahrscheinlich auch bestimmte islamistische Figuren. Ich denke nicht so, ich denke, es war schon absolut falsch, dass es war ein Mob, der damals auf die Straßen gegangen ist, als es um den Karikaturenstreit ging. Und ich fand dieses Verhalten dieses Mobs, dass da Flaggen angebrannt worden sind, dass man sich da beleidigt, pikiert hat und so, das fand ich unislamisch. Das war eben nicht das Verhalten des Propheten. Als der Prophet beleidigt wurde, was hat er gemacht? Er wurde täglich von einer Frau bespuckt und hat eines Tages, als sie ihn nicht bespuckt hat, ist er hingegangen und hat sich nach ihrem Wohlergehen erkundigt und sie war krank, ja? Und dann hat er sich um sie gekümmert. Das ist, was ich kenne vom Islam. Moment mal, wenn, das ist aber eine sehr wichtige Islamwissenschaftler. Moment, jetzt lassen Sie mich mal ausreden. Ja? Also, bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Frage, wie ist denn Ihr Eindruck, Herr Abdel-Samad? Wieso tun vermeintlich die muslimischen Gemeinden zu wenig, um sich dagegen zu wehren, gegen die Extremisten? Ich erinnere mich, dass vor 9 Jahren, als Kurt Westergaard, dieser dänische Karikaturist, den Propheten gezeichnet hat und eine virtuelle Bombe in seinem Turban gezeichnet hat, die gesamte islamische Welt brannte und es gab gewalttätige Demonstrationen. Mehr als 150 Menschen sind gestorben. Auch in Europa gab es gewaltsame Proteste. Warum? Weil die Muslime gesagt haben, der hat unser Prophet als gewalttätig gezeichnet. Und das lehnen wir ab. So ungefähr tötet diejenigen, die behaupten, Islam sei gewaltsam. Und das ist eigentlich absurd. Heute, und Sie haben jetzt gesagt, die ISIS-Leute laufen unter der falschen Flagge. Dann frage ich mich, auf dieser Flagge steht der Name Mohammed. Richtig? Unter dieser Flagge werden echte Bomben geworfen, werden echte Menschen enthauptet, werden echte Christen und Jesiden aus ihren Dörfern vertrieben.
Fühlen Sie sich nicht beleidigt in Ihren religiösen Gefühlen, dass Ihr Prophet, sein Name, auf dieser Flagge steht? Fühlen sich diese 1,5 Milliarden Muslime sich nicht beleidigt? Warum beleidigt Sie Kurt Westergaard, aber nicht derjenige, der in Wirklichkeit tötet im Namen des Propheten? Warum ist es keine Verunglimpfung? Weil viele Muslime auch eben wissen, dass der Prophet selbst eine ähnliche Flagge getragen hat und ähnliche Taten getan hat. Er hat die Juden aus ihren Wohnstätten vertrieben, er hat die arabische Halbinsel Juden und Christen rein gemacht und er hat den Islam mit dem Schwert durchgesetzt. Das wissen auch leider normale Muslime. Und wenn die Islamverbände in Deutschland für Gaza-Krieg, was ja in Ordnung ist, so dermaßen mobilisiert haben, die Moscheeverbände, dieser großen Zahlen auf der Straße gegen das Töten in Gaza, das kann man verstehen. Aber haben diese Muslime keine Sympathie mit den anderen Muslimen, die auch von diesen ISIS-Leuten getötet wurden? Warum geht man nicht auf der Straße? Wissen Sie warum? Weil für Muslime sehr oft nicht das Opfer entscheidend ist, sondern der Täter. Es kommt darauf an, wer das töten und wer das tut. Sind das die Amerikaner oder die Israelis, die historischen Feinde, dann ist man empört. Sind das Muslime, dann bleibt das in der Familie und man reagiert nicht. Und wissen Sie, was das heißt, Frau Hübsch? Das heißt Heuchelei. Wir wollen ganz kurz Frau Hübsch die Gelegenheit geben, nochmal, Sie haben lange ausgeholt, auch die Gelegenheit geben, darauf zu antworten. Ja, ich meine, das ist jetzt gerade so die islamistische Version gewesen. Ja, so denken wahrscheinlich auch bestimmte islamistische Figuren. Ich denke nicht so. Ich denke, es war schon absolut falsch. Es war ein Mob, der damals auf die Straßen gegangen ist, als es um den Karikaturenstreit ging. Und ich fand dieses Verhalten dieses Mobs, dass da Flaggen angebrannt worden sind, dass man sich da beleidigt, pikiert hat und so, das fand ich unislamisch. Das war eben nicht das Verhalten des Propheten. Als der Prophet beleidigt wurde, was hat er gemacht? Er wurde täglich von einer Frau bespuckt und hat eines Tages, als sie ihn nicht bespuckt hat, ist er hingegangen und hat sich nach ihrem Wohlergehen erkundigt und sie war krank, ja? Und dann hat er sich um sie gekümmert. Das ist, was ich kenne vom Islam. Moment mal, wenn, das ist aber eine sehr wichtige Überlegung. Moment, jetzt lassen Sie mich mal ausreden, ja? Also